Hallo meine Lieben, willkommen mal wieder in meiner Werkstatt nach fast 5 Wochen. Ich brauchte einfach mal eine Pause, weil ich hatte ganz viele andere Sachen zu tun und die konnte ich nicht zusätzlich noch zu YouTube machen. Aber jetzt geht es hoffentlich wieder weiter, also kontinuierlich. Versprechen kann ich es noch nicht. Allerdings, was ich euch versprechen kann, ist, dass es im Juni noch ein Guyver-Match geben wird. Der Lutz will mich rausfordern. Das wird lustig, bin ich mir sicher. Okay, heute gibt es mal was anderes. Und zwar habe ich hier so einen Haufen Holz. Dieser Haufen Holz ist teilweise ziemlich kaputt und den muss ich irgendwie wieder reparieren, weil das ist sozusagen das Kaffeetablett von meiner Mama. Und die möchte das auch weiterhin gern nutzen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das alles so hinkriege. Wenn euch das interessiert, wie man so ein Ding reparieren kann, wieder halbwegs neu machen kann, naja. Dann bleibt dabei, geht jetzt los. So, was haben wir hier? Wir haben die Seitenteile. Die sind schön. Das hat mal ursprünglich ein richtiger Schreiner gebaut. Das kommt dann so dran. So. Und die Teile kommen dann so hier dazwischen. So, zack. Und das wird dann einfach, das ganze Ding wird nur verschraubt. Da ist kein Leim dran, nix. Ja, und ich will das Ding reparieren. Was habe ich mir dabei gedacht? Nur. So, die Herzchen werden wir wohl mal entfernen. Alles abschleifen, komplett. Die kaputten Sachen, also hier, nachbauen. Ich habe noch nicht mal rausgekriegt, was das ist. Ich glaube, das ist Buche. Oh, weiß ich nicht, ob ich die noch da habe. Muss ich sehen. Wird ein bisschen Arbeit werden, aber nur ein bisschen. Super. So, ihr Lieben, das war's. Müll weg und dann abschleifen. Naja. So. Das zur Grundplatte. Naja, das ist wahrscheinlich eher Rotbuche hier. Und das hier ist Weißbuche, aber es ist Buche. Und jetzt werde ich das einfach hier raussägen. Und dann ist gut. So. Gut, und die Stärke ist... So. Jetzt muss ich das mal raussägen. Hoffentlich macht das Sägeblatt mit. Band. Was auch immer. Das ist schon mal nicht schlecht. Für den Anfang. Es ist nicht schön, muss aber hobeln, aber. Thank you.
mal gucken, das müsste 20 sein hier. Oh, 22. Hm? 22. So. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht. Da muss hier unten noch eine Kante dran. Okay. Das hobeln wir einfach ab. Fest wird geschliffen. So. Ho, ho. Naja. Haut ungefähr hin, wenn es hier noch reinpasst. Bin ich zufrieden. Ho. Da sollen wir doch mal sehen, ob wir diesen Griff hier noch rausgearbeitet kriegen. Wer sagt's denn? So. So. Ist ein bisschen schief. Ist ein schief angezeichnet oder war der schief? Naja. Geht eigentlich so. Muss ich nur gucken, ob die Winkel stimmen. Ja. Stimmen überein. Oh. Ja, sowas von stolz. Gut. Das legen wir jetzt ab. Dann haut es ungefähr hin. Ja. Hundertprozentig ist es nicht. So. Gut, dann wollen wir mal sehen. Ich werde erstmal die hier zusammenschrauben und hoffe, dass sie passen. So, das haut noch nicht hin. Nee, nee. So wird der Schuh draus. Oh mei. I love it. So. So. Mal sehen, ob das jetzt geht.
Ja, dann bin ich halt Linkshänder, na und? Mache ich es jetzt mit links und morgen wieder mit rechts. Ist egal. So. Genau so. Das muss dann da rein. Jetzt passt. Was? Tja, dann wird es halt doch nur ein... Ach, geht doch mal weg hier. Menno. Dann wird es halt doch nur ein aufgefrischtes Tablet. Ein Tablet. So. Das wird schon werden. Der Pinsel ist zwar ein bisschen klein, aber es wird reichen dafür. Aber wie das manchmal so ist, dann streicht man und streicht und kriegt gar nicht mit, dass die Kamera schon lange nicht mehr filmt. Hier das Endergebnis nach dem Streichen. So, meine Lieben, das war's. Tablett ist fertig, muss jetzt noch schön trocknen, weil das Klebzeug, das ist jetzt diesmal richtig dick drauf. Und das denke ich mal, wird 2-3 Tage vielleicht trocknen müssen. Und dann ist es aber fertig. Dann nehme ich es mit zu meiner Mama und hoffe, dass sie sich darüber freut, dass es wieder hat. Weil das Tablett ist schon über 30 Jahre alt. Und das kann ruhig noch mal so lang werden. Ne? Okay, also ich habe im Vorspann habe ich ja schon mal was über einen Geiber-Match gesagt. Und naja, ich bin vermutlich einer derjenigen, die das Geiber-Match bisher am längsten aufgeschoben haben. Das geht jetzt ungefähr 2 oder 3 Jahre schon. Jetzt hat er mich letzten Monat kontaktet und wir haben das jetzt festgelegt auf Mitte Juni, also Mitte nächsten Monats. Und da bin ich echt mal gespannt. Ein bisschen Bammel habe ich schon, weil Lutz hat immer so super tolle Ideen. Aber ich glaube, ich habe diesmal auch eine ganz gute für das, was wir bauen. Das haben wir schon festgelegt. Ich verrate es euch noch nicht, weil das wäre ein bisschen langweilig. Und ja, wie gesagt, ich freue mich und zittere. Oh, Vorsicht. Zu diesem Video, wenn euch das gefallen hat, dann... Bing! Und wer das nicht verstanden hat, der muss neu auf dem Kanal sein. Herzlich willkommen. Was bleibt mir für heute noch zu sagen? Gehabt euch wohl, macht's gut, viele Grüße, euer Bastelbär. Bis zum nächsten Mal. Mm-hmm.